Hallo und herzlich willkommen. Es fängt gerade an zu regnen, da fasse ich mich jetzt mal kurz. Heute zeige ich euch die Lunizera und dort macht sich jemand dran zu schaffen. Und das zeige ich euch jetzt auch, denn ich dokumentiere ja mittlerweile alles bei diesen Pflanzen. Und von daher zeige ich euch natürlich auch, wenn sich irgendwas ereignet. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Diese Lunizera, die hat einen kleinen Schädling. Und diesen Schädling zu finden, ist gar nicht so ganz einfach. Ich zeige euch mal eben die Fraßspuren. Dort sind kleine Löcher drin in den Blättern. Ja, das habe ich bisher auch noch nie gesehen. Und jetzt möchte ich doch mal gerne wissen, wer verursacht diese Fraßspuren? Das habe ich bei der Lunizera auch noch nicht gesehen. Zum ersten Mal, dass jemand die Blätter der Lunizera anfrisst. Ich weiß jetzt nicht, welche Raupe das hier ist. Auf jeden Fall scheint sie Gefallen an den Blättern der Lunizera zu haben. Ups. Und so sieht man doch, dass man immer wieder auf seine Pflanzen Acht geben muss und dann auch mal nach dem Kandidaten suchen, der solche Fraßschäden anrichtet, wobei der jetzt wirklich sehr klein ist und den zu finden hat einige Minuten gedauert, aber naja, er ist ertappt worden. So, und hier sieht man dann jetzt die Löcher in den Blättern. Also scheint ihm die Lunizera sehr gut zu schmecken. Und ich denke mal, es ist schon wichtig, dass man jetzt auch weiß, wer denn solche Fraßschäden verursacht. Dann kann man auch besser auf die Suche gehen nach dem Schädling. Hier nochmal die kleine Raupe und eine Lavendelblüte, so als Größenvergleich. Mich würde ja echt mal interessieren, was das für eine Raupe ist. Also wenn das jemand weiß, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare rein. Damit ich auch mal ein besseres Auge auf die Pflanzen werfen kann und weiß, was denn dort für ein Tier sich an den Blättern zu schaffen macht. Das Einzige, das ich weiß, dass es eine Spannerraupe ist, allerdings welche, das kann ich nur wirklich nicht sagen, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten davon und von daher, wenn das einer weiß, ja, wäre vielleicht ganz nett, das zu erfahren. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, und ich bin jetzt drin, weil draußen war scheiß Wetter und von daher mache ich den Abschluss jetzt mal hier und werde das jetzt gleich bearbeiten. Bis dann, ciao. Ja, wie wir sehen, also wir müssen unsere Bonsai immer schön beobachten, auch andere Pflanzen natürlich generell. Dann entdecken wir auch die Schädlinge, wenn es geht, frühzeitig, also rechtzeitig, nicht, dass erst die ganze Pflanze aufgefressen ist, denn das wäre natürlich sehr dramatisch. Aber wie gesagt, immer schön Auge offen halten und die Pflanzen beobachten, das ist A und O der Pflege und auch dementsprechend des grünen Daumens. Das ist A und O, also wirklich immer kontrollieren, gucken und beobachten und dann, ja, kann man auch mal solche Geschichten entdecken, auch wenn man dann nicht weiß, was Sache ist. Aber naja, wir sind jetzt ein kleines Stückchen schlauer.